ganz besonderen Gast in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Sie ist die erfolgreichste und talentierteste Cellospielerin unserer Zeit. Schönen guten Abend, Jose. Hallo, ich freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Jose, in deinem jungen Leben hast du schon so viel erreicht. Dein außerordentliches Talent hat uns bereits den ein oder anderen Ohrwurm beschert. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, ein so besonderes und so besonders seltenes Instrument zu spielen? Ich wollte ein Instrument lernen, bei dem ich sitzen kann. Sonst würde ich wahrscheinlich Geige spielen. Ja, sowas hört man auch eher selten. Wenn wir mal einen Blick auf die Materialknappheit und die Tradition des Cellospielens werfen. Wie hast du es überhaupt geschafft, an einen Musiklehrer und noch viel wichtiger, überhaupt an ein Instrument zu gelangen? Mein erstes Cello hat mein Uropa mit mir geschnitzt. Es hat uns Wochen gebraucht, um das nötige Holz zu finden. Und noch viel schwerer war es, die Pferdehaare für den Bogen zu beschaffen. Nach etwa einem Jahr war es dann endlich fertig. Als ich 5 war, haben meine Eltern dann Kontakt zur Musikschule herstellen können. Und schon begann mein Unterricht. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir hören uns mal eines deiner Stücke an. Jose, magst du es selbst anmoderieren? Ja, gerne. Jetzt kommt ein Stück in Erinnerung an die letzte Hummel, Jumbo die Hummel. Thank you.
Die Älteren mögen sich vielleicht noch an sie erinnern. Eine Stadt, in der man gerne dem Alltag auf dem Fahrrad entfloh. Entlang an Grachten und Hausbooten. Der Name dieser Stadt, Amsterdam, steht für bessere Zeiten, in denen die damalige Küstenlinie noch bewohnbar war. Heutzutage benötigt man einen Tauschschein, um die alten Bauten zu betrachten. Die Band Maastricht hat diese Stadt mit ihrem gleichnamigen Song Amsterdam ein Denkmal gesetzt. Es ist 22 Uhr. Willkommen zu den Nachrichten. Aus immer mehr Erdevakuierungsstationen erreicht uns mittlerweile die Nachricht, dass diese überlastet sind. Immer größere Menschenmassen suchen Zuflucht in einem der Transporter gen Mond. Bitte sehen Sie davon ab, solche Stationen aufzusuchen, ausgenommen Sie sind Angehörige oder Angehörige der Priorisierungsstufe 1. Zur Priorgruppe 1 gehören hierbei Schwangere, Ärzte, Kinder, Säuglinge mit ihren Eltern und Künstler. Priorgruppe 2 umfasst Eltern von älteren Kindern, Menschen in Gebär- und zeugungsfähigem Alter, medizinisches Personal und Wissenschaftler. Rentner und sonstige Personen werden als Angehörige der Gruppe 3 zuletzt evakuiert. Zum Wetter. Die nächsten 300 Tage ist mit stetig steigenden Temperaturen um durchschnittlich 10 Grad zu rechnen. Nachts wird es nicht kälter als 42 Grad. Örtlich ist mit stärkeren Regenfällen, Orkanböen und Überschwemmungen zu rechnen. Auf unserer Website finden Sie nähere Informationen zu den gefährdeten Gebieten und den zu treffenden Maßnahmen.
Willkommen bei Radio Zukunft mit einer Eilmeldung. Sie haben es vor unseren Nachrichten vielleicht bereits gehört. Aliens wurden auf der Flugbahn zwischen Darmstadt und Frankfurt gesichtet. Unsere Reporterin Emil sowie unsere Dolmetscherin Ella befinden sich bereits vor Ort. Wir schalten live. Hallo und willkommen auf der Erde. Wer seid ihr? Wir sind Außerirdische und kommen vom Planeten Pluto. Wie und warum seid ihr auf die Erde gekommen? Wir waren auf dem Weg zu Venus, jedoch ist unser Sprit ausgegangen, weshalb wir hier anhalten mussten. Außerdem wollten wir unsere neuen Nachbarn kennenlernen und vielleicht etwas essen. Können wir euch weiterhelfen? Was können wir euch zu essen anbieten? Euch essen wir auch gerne, aber eine Pizza wäre cool. Möchten Sie mit uns das Interview im Restaurant weiterführen? Ja, wir können mit unserem letzten Sprit zum Restaurant fliegen. Dürfen wir euch mitnehmen? Wir haben auch ein Lied für euch vorbereitet. Und damit zurück ins Studio. Das waren Elin und Ella mit den Aliens. Jetzt kommt die Werbung. Gewinnen Sie jetzt eine unserer letzten Sauerstoffflaschen X300 im jährlichen Silvesterschlussverkauf. Rufen Sie jetzt bei uns an und erhalten Sie eine Atemschutzmaske gratis dazu. Keine Garantie auf reinen Sauerstoff. Angebot gilt nur in der nächsten Minute. Anruf aus dem Festnetz kostet 300 Steine pro Minute. Mobil kann es wesentlich teurer werden. X300 im jährlichen Silvesterschlussverkauf. Rufen Sie jetzt bei uns an und erhalten Sie eine Atemschutzmaske gratis dazu. Yay, ich hab gewonnen! Einfach eine Atemschutzmaske, ich kann jetzt einkaufen gehen! Keine Garantie auf reinen Sauerstoff. Angebot gilt nur in der nächsten Minute. Anruf aus dem Festnetz kostet 300 Steine pro Minute. Mobil kann es wesentlich teurer werden. Radio und Filmantin. Unendliche Hörmaske.
so abreichend. Nicht die letzten Jahre waren herausfordernd. Der Äquator, die Wüste Brandenburg und weite Teile der früheren Küstenlinie wurden nahezu unbewohnbar. Und zu allen Tageszeiten ist es unerträglich heiß und Atmen ist außerhalb der persönlichen Schutzblase kaum mehr möglich. Nur als Gesellschaft ist es uns schließlich zu Beginn des nun vergangenen Jahres bereits gelungen, die ersten Menschen zu evakuieren. Und in nur wenigen Wochen ein weltweites Netz an Evakuierungsstationen aufzubauen. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, doch wir bleiben optimistisch und sagen für das nächste Jahr voraus, dass die Erde erfolgreich evakuiert werden und wir uns auf Luna ein schönes neues Leben aufbauen. Ein schönes Beispiel dafür, dass es in den letzten Jahren nicht nur schlechte Momente gab, waren auch die vielen Stunden mit euch, liebe Hörer. Und danke, dass wir euch täglich aufs Neue unterhalten und informieren durften. In diesem Sinn möchten wir euch einladen, gemeinsam noch ein letztes Lied zu hören.